So, und Sie sehen es selbst, Klaus Weselski ist auf die Bühne getreten. Hören wir direkt rein. Herkommen aus allen Landesteilen für die Geschlossenheit zwischen Eisenbahnerinnen und Eisenbahnern, von Eisenbahnverkehrsunternehmen, die im Wettbewerb stehen, von denjenigen, die in der Deutschen Bahn AG streiken, SWEG-Kolleginnen und Kollegen, go ahead. Hier sind Eisenbahnerinnen und Eisenbahner zusammen und es wurde alles versucht, uns auseinander zu dividieren und es hat nicht funktioniert. Wir stehen solidarisch zueinander, miteinander und wir wissen auch, dass wir gemeinsam die Kraft haben. Und wir wissen, wenn wir bei Go Ahead einen Abschluss machen, die 35-Stunden-Woche implementieren, die 2 mal 210 Euro Zahlung in den Sockelbetrag der jeweiligen Entgelttabelle bringen. Wir wissen, dass ihr anschließend euch nie umdreht und freut, dass ihr es habt. Und der Rest ist euch egal, sondern ihr steht hier mit uns gemeinsam, weil ihr dafür kämpft, dass im gesamten Eisenbahnsektor dieser Tarifabschluss zum Tragen kommt. Arbeitszeit hatten in den letzten... In den letzten 13 Jahren haben wir dafür gesorgt, dass ein einheitliches Einkommensniveau, eine einheitliche Wochenarbeitszeit, ein einheitliches Arbeitszeitregime in diesem Land im Eisenbahnsystem verankert worden ist. Das war eure, das war unsere Kraft, das war unsere Strategie und die ist erfolgreich umgesetzt. Und die lassen wir uns nicht von Nieten in Nadelstreifen kaputt machen. Wir schämen uns für die Qualität, mit der wir hier im Eisenbahnsystem unsere Kunden beglücken. 62% Pünktlichkeit legt dieser Konzern hin und die Typen stecken sich die Taschen voll Bonus für eine Schlechtleistung vor dem Herrn. Das miese System ist nicht nur ungerecht, sondern es zeigt auch auf, die denken nur an sich. Nie ans Eisenbahnsystem, nie an die Kunden im Güterverkehr. Wenn der BDI einen Brief schreiben muss, dass der Güterverkehr den DB Cargo abliefert, das Mieseste ist, was er in den ganzen Jahrzehnten erlebt hat, dann sehen wir das wahre Gesicht und die wahre Qualität eines Managements. Und wenn das für unseren jetzigen Verkehrsminister der Maßstab ist, dann sagen wir einfach, okay, Sie reihen sich ein in eine Anzahl von Verkehrsministern, die sich um alles gekümmert haben, bloß nicht um die Eisenbahn. Er trägt die Verantwortung und die InfraGo ist nichts anderes als ein Placebo, weiße Salbe. Die InfraGo ist gar keine Veränderung im Eisenbahnsystem. Dieselben Typen, die dort an der Macht sind, haben vorher die Infrastruktur in die Grütze gefahren und sollen jetzt die Karre aus dem Dreck holen. Ich krieg mich vor Lachen nicht mehr ein. Was ist das für ein Vorgehen? Dass Politiker sich am liebsten fotografieren lassen, wenn sie Bänder durchschneiden, wenn Autobahnabschnitte eröffnet werden, wenn neue ICEs in den Markt eingebracht werden, dann lassen sie sich feiern. Der hat sich am Anfang der Woche für die Zusammenführung von DB Netz und DB Station und Service feiern lassen. Ihr müsst euch mal auf der Zunge zergehen lassen, was hier Grund zum Feiern ist für diese Politik. Das Gleis und der Bahnhof gehören nach Verständnis von Eisenbahnern schon immer zusammen. Und es waren die Typen, es war Medon, der es auseinandergerissen hat, weil er das Tafelsilber verscherbelt hat. Er hat das alles zu Geld gemacht für eine wahnwitzige Idee, den Börsengang, der Gott sei Dank nicht stattgefunden hat. Diejenigen, die 93 entschieden haben, dass mit der Privatisierung alles besser wird, es sollte billiger werden, es sollte mehr Verkehr auf die Schiene kommen, es sollte alles qualitativ aufsteigen. Und zum Schluss, und das erlebt ihr ja alle, sollte der Börsengang mit der Deutschen Bahn AG uns allen riesige Gewinne bescheren. Die Realität ist, dass sie es nicht gebacken gekriegt haben, Gott sei Dank kein Börsengang stattfand und dass sie 1993 entschuldet worden sind mit 0 Mark
Schulden sind Sie in die neue Bahn AG gestartet. Heute haben Sie 35 Milliarden Euro Schulden. Damals wurden Sie entschuldet mit 32 Milliarden Schulden in D-Mark. Das heißt, wir haben mehr als das Doppelte an Schulden auf dem Buckel. Und damit haben Sie finanziert irgendwelche illustren Ideen am anderen Ende der Welt und natürlich die 3500 obersten Führungskräfte, die mit riesigen Dienstwagen und Chauffeur durch dieses Land fahren. Die fahren eine Eisenbahn. Ich mache 70.000 Kilometer im Jahr in unserem Eisenbahnsystem. Und ich weiß, wie viel Freizeit die mir rauben, euch rauben, durch Verspätung, durch Verpassen von Anschlussverbindung. All das sind Zeitdiebe. Ich sehe die Kollegen von der DBV kommen. Ich weiß, dass deren Slogan in den Wahlen waren: Macht euch auf gegen die Zeitdiebe. Den Menschen wird Lebensqualität gestohlen, weil die Eisenbahn desorganisiert haben. Es ist nicht die Verantwortung von Fahrdienstleitern, von Station- und Servicemitarbeitern, von Lokführern, von Zugbegleitern, das System zu organisieren. Ihr macht eure Arbeit. Ihr seid in dem wertschöpfenden Bereich. Und die verfrühstücken Gewinne, die nie da waren. Sie verfrühstücken Steuergelder, füllen sich die Taschen. Und wenn es daran geht, das System zu verbessern, Arbeitszeit abzusenken, Entgelt zu erhöhen, was machen sie? Sie erklären uns, es geht nie. 18 Eisenbahnverkehrsunternehmen sind bereits tarifiert. Knapp 10.000 Eisenbahnerinnen und Eisenbahner von der Werkstatt über die Verwaltung bis hin zu den Zugbegleitern und den Lokomotivführern sind unter Tarif mit einer schrittweisen Absenkung in die 35-Stunden-Woche. Ja, und wir wussten von vornherein, dass es ein Stück weit länger dauert und dass man aber die Arbeitgeberseite zwingen muss, die Ausbildung vorzunehmen und die Einstellung. Und nicht wie Herr Seiler sich das erträumt, nach dem Motto, wenn Weselski unterschreibt, gibt es die 37-Stunden-Woche, aber nur dann, wenn genügend Personal an Bord ist, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich sehe hier den Vorsitzenden der VRFF, den Kollegen Rettner. Danke für die Solidarität eurer Gewerkschaft. Den Vorsitzenden der Beamtenbund Jugend hier in Baden-Württemberg. Danke für eure Solidarität. Danke, dass die jungen Menschen zu uns stehen und wissen, was Schichtarbeit bedeutet. Ich sage an der Stelle, wir müssen uns nicht schämen. Weder euer Vorsitzender schämt sich, noch ein einziges GDL-Mitglied hat sich hier zu schämen. Wir treten an gegen Unrecht. Und gegen Unrecht, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, sollte jeder ehrliche Mensch antreten. Wir müssen uns die wohlfeilen Worte und die geschliffenen Reden nicht zu eigen machen. Wir sprechen Deutsch und ich spreche mit sächsischem Dialekt und das mit Freude. Und wem das nie passt, der soll sich vom Acker machen. In einer freiheitlich-demokratischen Ordnung gehört es sich nicht, Gewerkschafter zu verunglimpfen. Diese teilweise, ich schränke ein, Lügenpresse in der Berichterstattung, die Thesen vom Arbeitgeber aufgreift, die er wissentlich falsch darstellt, ohne zu recherchieren, ohne zu hinterfragen, ohne sich mit der anderen Partei auch nur ansatzweise ins Benehmen zu setzen. Das nenne ich Schmuddeljournalismus. Aber ich werfe sie nie alle in einen Topf. Liebe Kolleginnen und Kollegen, was wir in dieser Auseinandersetzung an Solidarität, auch an wirklich guter Berichterstattung erleben, sucht seinesgleichen. Und das möchte ich hervorheben. Und an der Stelle sei mir klar und deutlich der Hinweis erlaubt. Nicht die veröffentlichte Meinung spiegelt wider, wie die Menschen zu diesem Streik stehen, sondern die öffentliche Meinung. Und die ist definitiv anders, weil der überwiegende Teil der Menschen in diesem Lande sind Arbeitnehmer, egal mit welcher Qualifizierung, egal in welchem Industriezweig oder in welchem Unternehmen sie tätig sind. Und eins kriege ich immer wieder. Viele beschweren sich über die ausfallenden Züge. Aber die Mails oder auch die Beiträge fangen immer an. Unpünktlich, unzuverlässig und jetzt auch noch euer Streik.
Die ersten beiden Komponenten verantworten nicht die ehrenwerten Eisenbahnerinnen und Eisenbahner, sondern verantworten die Nieten mit Nadelstreifen, die das System kaputt gespart haben und diese Qualität liefern. Und meine lieben Kolleginnen und Kollegen, wenn die Politik sich zu fein ist, Fehler zuzugeben, dann tut uns das leid. Dann müssen eben Gewerkschafter aufzeigen, was für Pfeifen die Privatisierungsidee umgesetzt haben, die jetzt dastehen von kritischer Infrastruktur und Daseinsvorsorge faseln, aber nur mit einem Ziel. Erst nehmen sie den Eisenbahn- und Beamtenstatus weg und anschließend versuchen sie uns das Streikrecht wegzunehmen. Das wird nicht aufgehen. Nie wegen uns, sondern weil alle ehrenhaften Gewerkschafter hier aufstehen werden und sagen, so nicht mit uns. Ursache und Wirkung muss man beieinander halten. Wer uns in einen anderen Status bringt, wer dafür Sorge trägt, dass Fahrdienstleiter nicht mehr verbeamtet sind, Lokführer nicht mehr verbeamtet sind und auch die Eisenbahner, die sonst im System waren, keine Verbeamteten mehr sind, der muss damit leben, dass wir unsere demokratischen Grundrechte wahrnehmen. Vor allen Dingen dann, wenn wir Unrecht sehen, das von der Politik wissentlich gedeckt wird. Die stecken unter einer Decke. Die Eigentümervertreter sitzen seit Jahrzehnten im Aufsichtsrat der Deutschen Bahn AG und haben alles mitgetragen, was sie von diesen Gauklern vorgespielt bekommen haben. Alle zwei Jahre eine neue Sanierungsidee. Ich kann mich nicht erinnern, seit 1990, seitdem die Deutsche Reichsbahn über die Deutsche Vereinigung zur Deutschen Bundesbahn kam und dann als DBAG weitergeführt wurde. Ich kann mich nicht an ein einziges Jahr erinnern, von dem die Sanierung in Rede war, Personalabbau in Rede war, Sparmethoden, Rationalisierung, immer wieder von vorne. Und wenn die Deutsche Bahn ein Sanierungsfall ist, dann sollen die Herrschaften das aussprechen. Dann sollen sie sagen, dann dürfen sie aber auch nicht ihre Grundgehälter um 14% aufstocken voriges Jahr im Frühjahr und anschließend Millionen Boni ausschütten lassen für Fehlleistungen. Das darf so nicht sein. Und wenn der Minister damit zufrieden ist, die Infrago, also Gleis und Bahnhof, wieder zusammengeführt zu haben, was übrigens nie getrennt war, nur in den Hirnen von Managern. Oder habt ihr jemals gesehen, dass der Bahnhof irgendwo in der Wüste stand und kein Gleis lag? Es war immer zusammen und es hat zusammengehört, weil das System Eisenbahn infrastrukturell nicht nur aus dem Gleis und dem Bahnhof besteht, sondern in der Infrastruktur gehört auch dazu die DB Energie, die Fahrleitung und das Tankstellennetz. Aber das müssen wir ihnen erst noch beibringen, weil sie keine Ahnung von der Eisenbahn haben. Und deswegen lassen wir uns auch nie einreden, dass es keine Zeit für Arbeitskampf ist. Es ist aus Sicht unserer Kunden, sowohl im Güterverkehr als auch im Personenverkehr, nie eine gute Zeit für einen Streik. Wir verstehen das, aber wir treten nie an, um zu streiken, sondern wir treten an, damit dieses Eisenbahnsystem gesundet und die Menschen, die dort arbeiten, lange dauerhaft gesund bleiben und vor allen Dingen wieder Spaß am Beruf haben. Weil wir so geführt werden oder nicht geführt werden, weil nur noch Radfahrer und Duckmäuse in den Führungsebenen rumrennen, die ausführen, was von oben angewiesen wird und unten durchtreten, auf die Belegschaft einhämmern. Mit Druck, mit Erpressung wird gearbeitet und das geziemt sich nie. Die wollen die besten Arbeitgeber sein und ich sage, sie sind Luschen, weil sie nicht begreifen, dass die eigenen Mitarbeiter antreten. Und wenn in diesem Land die Wahrheit nicht vertragen wird, dann tut mir das leid. Wir sind es leid.
in einem kaputtgesparten, maroden System Dienst zu tun, unsere Freizeit zu opfern für die Typen, die sich in großen Limousinen mit Chauffeur durch dieses Land kutschieren lassen und davon fabulieren, dass sie was vom Eisenbahnsystem verstehen. Ich krieg mich nicht ein vor Lachen. Und ihr wisst, wenn Sie denn dann mal Zug fahren, wie das funktioniert. Ich bin 30 Jahre in der DDR groß geworden. Ich habe meinen Wehrdienst bei der Nationalen Volksarmee abgeleistet. Da war es normal, wenn der General kommt, dass die Wiese grün angestrichen wurde und die Granitsteinkanten weiß. Und er ging nur dort lang, wo die grüne und die weiße Farbe frisch aufgetragen war. In die Dreckecken kam der nie. Und so bewegt sich unser Vorstand in den Zügen durchs Land. Wenn die unterwegs sind, sind nie die Kaffeemaschinen kaputt. Nach dem Motto, es gibt kalten Kaffee und dafür warmes Bier. Das erleben die nie. Aber ihr erlebt das Versagen und ihr müsst Rechenschaft vor unseren Kunden ablegen. Ihr werdet angespuckt und angegriffen, weil diese Typen ihre Arbeit nie machen. Und das muss sich ändern, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wenn mich ein Gastromitarbeiter in sein Abteil reinholt und mir das Bordbuch zeigt, und zwar im Dezember am 18. Und da drinnen steht, dass seit 18. Oktober das gesamte Kühlsystem ausgefallen ist, dann sage ich, nicht der Gastromitarbeiter ist der Schuldige, sondern die Typen, die nichts gebacken kriegen. Die lassen kaputte Technik durch dieses Land fahren. Es ist zum Ergrausen, was hier Eisenbahn mittlerweile abbildet. Und deswegen, lasst uns die Diskussion aufgreifen, die hier von einigen Schlaumeiern ums Streikrecht entfacht wird. Lasst uns die Diskussion gegen sie wenden, indem wir wieder kundtun, das war alles mal anders. Kein Fahrdienstleiter hat gestreikt, kein Lokomotivführer hat gestreikt, als es eine Behörde war und als sie im Beamtenstatus gewesen sind. Sie können das gerne wieder haben, aber so springt man nicht mit uns um. Und an der Stelle will ich ganz klar sagen, liebe Kolleginnen und Kollegen, Ehre, wem Ehre gebührt. Ich verneige mich vor den Eisenbahnerinnen und Eisenbahnern, die das aushalten. Und da sind auch die Unternehmungen dabei, die wir tarifieren, die als sogenannte private Wettbewerbsunternehmen hier im Eisenbahnverkehrsmarkt eingetreten sind. Es ist unser gemeinsamer Verdienst, dass wir begriffen haben, was Teile und Herrsche bedeutet. Wir haben uns nie auseinander dividieren lassen. Wir haben zusammengestanden. Ich kann mich noch an Diskussionen erinnern in Ortsgruppen. Da wurde gesagt, nee, wir können ja gar nicht offen sprechen, wenn die Konkurrenten bei uns in der Ortsgruppe sind. Heute sind wir eins. Heute sind wir Eisenbahnerinnen und Eisenbahner und haben verstanden, dass Zusammenhalt auch Erfolg bewirkt. Unsere Geschichte, unser Tarifvertrag, die Vereinheitlichung von Arbeits- und Einkommensbedingungen, von Nord nach Süd, von West nach Ost. Das ist eine Errungenschaft, wo sich andere Gewerkschafter die Finger danach lecken würden, die in liberalisierten Wettbewerbsbereichen erleben müssen, wie Lohndumping zum Programm geworden ist. Deswegen sind wir stolz und lassen uns das von niemandem ausreden. Weder von der Bild-Zeitung noch von der aktiv agierenden Politik. Ja, es passt Ihnen nicht. Aber ja, Sie sind die Ursache dessen, was hier stattfindet. Sie sind die Verantwortlichen dafür, dass die Eisenbahn nicht funktioniert. Und nicht die ehrenwerten Eisenbahnerinnen und Eisenbahner, die in ihren Berufen ihr Möglichstes tun, was unter diesen Bedingungen machbar ist. Und deshalb, eins kann ich euch versprechen. Diese GDL wird im September auf der Generalversammlung einen neuen Vorsitzenden wählen. Und alle Welt bangt momentan darum, dass ich womöglich sage, ich trete noch mal an.
Danke. Ich werde es nicht tun. Und zwar deshalb nicht, weil Mario Reiß eine Chance bekommen soll. Mein Nachfolger steht fest. Er wird kandidieren. Und natürlich hätte er keine Chance, wenn ich antrete und sage, ich mache weiter. Aber diejenigen, die davon träumen, dass das dann alles ganz anders wird, denen will ich nur sagen, ich werde mit Freude, mit Stolz und erhobenen Hauptes mein Mandat niederlegen. Und ich bin ganz sicher, dass sich diese GDL verändern wird. Hin zu noch Besserem. Niemals in die Richtung, die sich viele in diesem Lande hier wünschen. Das auch dank solcher Verbündeter wie Kai, wie der DBB, unser Dachverband, der solidarisch zu uns steht. Diese Organisation ist fest verankert im Dachverband und sie wird als Vorbild gesehen. Oder glaubt dann hier irgendjemand, dass die beamteten Kolleginnen und Kollegen, die noch in der 41-Stunden-Woche sind, per Beschluss der Regierung, dass die nie sehnsüchtig darauf warten, dass bei uns die 35-Stunden-Woche kommt, damit sie eine bessere Ausgangsbasis haben in der Diskussion darum. Sie können nicht streiken und sie wollen auch nicht streiken. Aber auch die haben Recht auf bessere Arbeitszeiten. Und auch da werden wir solidarisch sein. Und das ist eben das Miteinander. Von daher, diese Organisation ist gut aufgestellt. Ihr seid das lebende Beispiel dafür, dass man die Dinge im Zusammenhang sehen muss. Dass man nicht nur morgens im Schmierblatt lesen darf, mittags irgendeine bescheuerte Talksendung anschauen muss und abends in der Kneipe Wirtschaftspolitik macht. Ihr seid qualifiziert und wisst, was Ursache und Wirkung ist. Und deswegen steht ihr auf gegen die eigenen Arbeitgeber und kämpft für bessere Arbeits- und Einkommensbedingungen. Und das, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, wird uns niemand mehr nehmen. Erfolgreich seit Jahrzehnten. Eine Organisation, die angegriffen worden ist über das Tarifeinheitsgesetz und die diesen Machenschaften trotz alledem widersteht, kämpferisch zusammensteht und die Frage beantwortet, dass nur Gemeinsamkeit und Solidarisierung Kraft erzeugt, die geeignet ist, um die Interessen unserer Mitglieder auch durchzusetzen. Ich bin stolz, euer Vorsitzender zu sein. Ich bin stolz darauf, dass es uns gelungen ist, diesen Weg so zu beschreiten. Und ich bleibe stolz auf eine Organisation, eingebettet in einem Dachverband mit solchen tapferen Kolleginnen und Kollegen, die hier ihren Weg geht. Wir sind Vorbild für viele Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter. Und wir lassen uns nie weismachen, dass wir hier die Menschen in Geiselhaft nehmen. Diese Begrifflichkeiten werden alle absichtlich verwendet. Und dass sie sich gegen mich richten, das sage ich mal ganz vorsichtig. Wer weiß denn, zum wievielten Mal ich das durchstehe? Ich stehe das durch, weil ihr mir Kraft gebt. Nicht die Typen, die nichts gebacken kriegen. Und glaubt mir, das sind harte Zeiten. In solchen Momenten, wenn wir so viel hintereinander schaffen, damit wir als Vorstand bei unseren Mitgliedern sind und nicht von oben herab von der Kanzel irgendwas predigen, was ihr nicht versteht und nie als eure Ziele definiert. Unsere Streikziele, unsere Arbeitszeitforderungen kommen aus den Belegschaften, kommen von euch, entstehen aus dem Wissen von jahrzehntelanger struktureller Unterdeckung. Und das muss sich ändern. Und da nützt nichts, wenn wir bunte PowerPoint-Folien malen und klug dahergeredet kommen unter der Überschrift, ja, wir müssen mehr einstellen. Prima. Jetzt zwingen wir sie. Jetzt müssen sie einstellen. Und das ist der richtige Weg. Und da kommen auch junge Menschen auf uns zu. Und junge Menschen neu ins System. Ich freue mich, wenn ich viele junge Kolleginnen und Kollegen hier sehe. Ich freue mich, weil das unsere Organisation gut tut. Wir haben Jahrzehnte keine Einstellung gemacht. Ich sehe aber auch alte Campen hier. Beamtete Kolleginnen und Kollegen, die solidarisch mit den Tarifkräften innerhalb der GDL stehen. Auch das ist ein Mehrwert und ein Zeichen, dass wir es geschafft haben, den inneren Zusammenhalt zu bewahren. Diejenigen, die besser gestellt sind über ihren Status, die beneiden wir nicht
oder gehen sie womöglich an, sondern wir gehen gegen die vor, die uns das genommen haben, was sie uns genommen haben. Vor allen Dingen, wenn sie den Menschen in diesem Lande weismachen, dass Tarifkräfte nicht zu streiken haben. Sie streiken, wenn sie vom Management so bedient werden, wie das die Deutsche Bahn AG gemacht hat. Und die Angebotstaktik, die die fahren, in Salamischeiben stückchenweise was ins Schaufenster zu stellen und der Öffentlichkeit weiszumachen, dass sie jetzt ein ganz tolles Angebot gegeben haben, das wird sich rächen. Denn wir, diejenigen, die Tarif lesen können, die lassen sich nicht veralbern. Und die lassen auch die Menschen, die in dem System tatsächlich Arbeit verrichten, nicht verhöhnen von solchen Versagern. Wir lassen das nicht zu. Und weil sie das wissen, weil sie wissen, dass wir nicht nachgeben, dass wir durchziehen, deswegen versuchen sie immer nur eins, uns in der Öffentlichkeit schlecht dastehen zu lassen. Und das gelingt ihnen zunehmend schlechter. Denn alle Welt weiß, wenn wir nicht streiken, fährt die Eisenbahn auch nicht pünktlich. Wir bleiben dabei. Wir sprechen das aus, was wahr ist. Und wir zeigen auf, dass diejenigen, die Fehler machen und diese vertuschen und mit Milliarden zuschütten, und dafür ist Stuttgart 21 das beste Beispiel. Geschwindigkeitswahn, von Eisenbahn keine Ahnung. Zum Schluss haben wir hier 8 Gleise im Tiefbahnhof und können in einem Deutschlandtakt keinen Nullknoten abbilden. Und deswegen schauen wir jetzt ringsrum die Erde auf und versuchen zu kitten, was zu kitten ist. Jeder Eisenbahner, Fachmann weiß, dass man mit solch einem Bahnhof eben keine Knotenverbindung abbilden kann. Wer es nicht begreift, sollte nach Zürich fahren. Da sieht man Tiefbahnhof, aber in 3-4 Ebenen. Mit Kreuzungsgleisen, mit ausreichend Bahnsteigen, wo Züge ein- und ausfahren. Dann befindet man sich in einem Land, das sich mittlerweile schämt für das, was die Deutsche Bahn AG abbildet. Die Schweiz haben entschieden, dass die ICEs der Deutschen Bahn an der Grenze stehen bleiben und die Leute aussteigen müssen. Und warum? Weil unsere Züge ihr pünktliches System kaputt machen. Sie fahren im Takt, sie fahren pünktlich. Und wer leidet drunter? Die Eisenbahnerinnen und Eisenbahner und die Reisenden. Aber ich finde es klasse, dass ein Land hier klare Kante zeigt und sagt, wir lassen uns da nicht die Unpünktlichkeit jeden Tag 20 Mal in unser System reinspülen, bloß weil ihr es nie gebacken kriegt. Und diese Entscheidung öffnet Menschen die Augen, die begreifen plötzlich, was wir hier für ein Management haben, die nach Steuermilliarden schreien, um sie am anderen Ende der Welt in sinnlosen Projekten zu verbuddeln. Wir sind an Helikopterfirmen beteiligt. Wir sind an Mietwagenfirmen beteiligt gewesen. Überall wurde Geld versenkt. Wir haben Busunternehmen. Wir fahren uns selbst Konkurrenz. Da kann ich nur sagen, was für ein Intellekt.